Hallöchen alle miteinander. Ich bin mal wieder unterwegs auf dem Wasser, hier wieder auf dem Möllensee in Grünheide. Mit Ponyo. Und kennt ihr ja schon aus meinen anderen Videos. Aber was Neues ist der hier. Vorher hatte ich ja den kleinen Suzuki 2,5 PSer. Jetzt habe ich einen 6 PS Motor dran. Den probiere ich heute das erste Mal aus. Den habe ich mal gebraucht gekauft. Weil mir der 2,5 PS einfach auf Dauer zu wenig Leistung hatte, weil man einfach auch nicht mithalten kann mit anderen Booten, wenn man halt mal im Kanal ist, das ist relativ gefährlich, wenn die Wellen von hinten kommen und einen dann so gegen die Uferböschung drücken, wo man halt nicht ausweichen kann. Ansonsten ist der Motor gut, der 2,5, kann man nichts gegen sagen. Top-Teil. Für ein kleines Schlauchboot werde ich den nächstes Jahr nehmen. Ja, jetzt dümpel ich gerade im Standplatz rum, wie man so sieht. Erstmal ganz gemütlich, um den Motor mal warm laufen zu lassen. Ich habe, wie gesagt, gebraucht gekauft für 1200 Euro inklusive einem 12 Liter Zusatztank. Den kann man festmachen, aber dazu dann später ein richtiges Review. Das mache ich dann irgendwann mal in die Woche, muss ich mal gucken. Also jetzt im Oktober. Heute ist schönes Wetter, wie man sieht. Wir haben jetzt so um die 16 Grad. Hat gerade noch mal kurz getröpfelt, aber ist super jetzt bei dem Wetter. Ja, ich hoffe, dass das Boot damit ein bisschen aus dem Knick kommt, weil mehr als 10 km/h war ja mit dem anderen Motor nicht drin. Das werde ich heute mal kurz testen mit dem Autonavigationshilfe. Dann habe ich nämlich nicht zur Geschwindigkeit messen. Ja, wie gesagt, das ist ein 6 PS Motor und ist natürlich eine Nummer wuchtiger. Naja, mal schauen. Ich wünsche mal.